Ihr seid schon live, ne? Ja. Wir wissen. Ja. Ja. Hoffentlich. Na? Ja. Oh. Nicht Ja. das. Oh. Ja. Also. Mittendrin im Live Ja. sind wir. Ja. Ich denke schon eine halbe Stunde. Mindestens. Ja. Komm, Schatzi. Bist du in unsere goldene Mitte? Komm. Es ist ihm ein bisschen viel Das heute. ist ihm ein bisschen viel. Also mit zwei so Frauen, also ist ihm eindeutig ein bisschen viel. Naja, weiß nicht. Weißt du nicht? Cheat? Cheat? Zu viel des Guten? Nee, Nee, nee. nee, 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 nee. Das war so schön. Ziert Du sich hast nur noch nicht ein bisschen. verstanden, wir wollten nonverbal mit euch Genau. kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch angekommen. Ist es angekommen? So schön. Wir haben gefühlt, dass jemand traurig ist und in den Arm genommen werden wollte, getröstet werden wollte. Was hast du noch gefühlt? Ja, und auch viele neugierige Gesichter und freudige Gesichter und lustige Gesichter. Ja, genau. Ja, und erstmal so vielleicht, oh, was machen die da? Oder Genau, so. so fragend. Ja. Und Was ist erst, das? ja, genau. Und da erstmal vielleicht auch ohne Worte, wo der Verstand gar nicht mitkommt. Genau, spontan entstanden und aus, ja, in Freude ist das auch entstanden Ja, es war dann. ganz, So, ja. ja. Und seid ganz herzlich willkommen Genau. hier bei Ute und Leonardo im Wigwam. Heute mit Ute. Heute mit Ute im Wigwam. Genau. Richtig. Genau. Und mit Jeet im Wigwam. Und mit Sabine im Und mit Wigwam. Sabine im Wigwam. Wenn ich dazu komme, was zu sagen. Möchtest du auch was sagen? Gut, Cheat? Jeet möchte heute nichts sagen, dann machen wir Dann weiter. machen wir Wir eben weiter. weiter, ja. Cheat, fehlen einfach die Fehlen Worte. einfach die Worte. Ja, 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 das muss ja. man so nehmen, Und wenn uns akzeptieren. schnelle Worte aus dem Mund sprudeln, dann lassen wir sie Ja. sprudeln und Cheat, schau zu. Hast du schon heute deine, man sagt ja, Frauen haben so und so viele Worte, die müssen ja die Worte, hast du schon so und so viel tausend Nein, gesprochen? Ich auch nicht. wir Dann, dürfen noch wir ein dürfen noch ein bisschen, genau. bisschen, ja. Ne? Wir haben ja mehr als Männer, die haben ja nur so ein Die bestimmtes haben ja Repertoire. Ich glaube, genau. Cheat ist schon fertig für heute. Und der genießt es aber auch, trotzdem da zu sein. Aber wir müssen Ja, noch unsere aber Worte, wir ja, dürfen wir noch. dürfen Wir noch, dürfen wir noch haben noch unsere Repertoire. Worte. Ja. Genau. Die müssen auch in gar keinem Zusammenhang stehen. Es Nee, das könnte ist gar jetzt nicht sein, richtig. ich sage lila und blau und grüne Pflanze und rosa Luftballon. Ja. Hauptsache Worte. Worte. Genau, die müssen einfach ausgesprochen Sie sein. müssen ausgesprochen werden, wie sie kommen, wie Ja. sie sich formen wollen. Ja. Aus dem Bauch heraus, aus dem Herz heraus, über die Zunge, über die Lippen. Sie wollen dann einfach geformt werden. Ja. Es muss nicht unbedingt
Und wir selber müssen die auch gar nicht verstehen. Das kommt manchmal denn da an und genau der oder die versteht's. Und genau. Für die ist es wichtig. Und wenn von dort jetzt dieser Teddybär kommt, der da kuscheln will, sage ich Hallo Teddybär. Ja, die ist auch gut. Und das ist auch gut. Schön, dass du da bist, Cheat. Wolltest du auch was sagen, Cheat? Ja, ja, so kommt's dann. Ne? Bei zwei Frauen ist noch schlimmer, ne? Das ist ja Shantara, grüß Göttin. Oh, Shantara, grüß Göttin. Hallo. Grüß Göttin. Shantara hat schon mal angerufen, auch in der Sendung. Wunderbare Frau. Wird auch bald auf Sendung auch mal gehen. Ganz schön. Schön. Ganz wundervolle Göttin. Ja. Ganz schön. Ja, genau. Ich kenne sie auch vom Montag. Stimmt's? Wir kennen uns auch vom Montag. Genau. Ganz schön. Was nimmst du wahr von Shantara? Soll ich sagen, was sie immer schreibt? Oder wie du sie fühlst? Sie schreibt immer, dass ich ganz rosa werde. Echt? Ja, aber ne? Das ist so schön. Ja, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und in dieser liebevollen Energie nehme ich sie wahr. Genauso wie ich dieses Rosa-Werden am Montag beschrieben habe, so nehme ich dich auch wahr. So schön. Genau. Ja, ist ein richtiges Bad, wo sie einen ganz, ganz wertschätzend, ganz innig, liebevoll und ja, sie lebt es auch wirklich. Ja, naja, lebt und liebt. Wenn man die andere Seite von Shantara kennt, dann sagt man auch was anderes, ne? Kennst du andere Seiten von ihr? Nein, aber es gibt sicher welche. Oh, plauder mal aus dem Nähkästchen. Da sind wir jetzt aber neugierig und still geworden. Ich glaube, Shantara ist auch still geworden. Ja, morgen, das ihr dürft ihr nicht verpassen. Hier im Wigwam wieder unser großes Event mit München TV hatten wir schon am 1. Oktober und morgen halt das zweite Einweihungsfest. Wird es tagsüber auch live gesendet, Cheat? Ja. Ja, also immer mit Unterbrechungen. Also ab 16 Uhr mit Unterbrechungen, Präsentationen und ab 19.30 Uhr dann offiziell, so könnt ihr mit uns feiern. Mit tollen Künstlern, mit einem Podium, mit tollen Leuten und so, da könnt ihr mit uns sein. Das nochmal zur Info. Genau. Morgen hier aus dem Wigwam in München. Da freuen wir uns drauf. Ja. Ganz sehr. Dass ihr, vor allen Dingen, dass ihr mit, und das ist wirklich spürbar, dass ihr wirklich da mit uns seid. Mittendrin hier. Ja, genau. Ja. Und wir haben ja schon gesagt, das wäre wirklich wundervoll, wenn der eine oder andere die Möglichkeit hat, sogar im Dezember hier persönlich mit ganz uns. Super wäre das. 21. Ganz und super. 22. Ne? Ja, genau. Das wäre richtig, richtig toll. Wer da kommen möchte, wow. Ja, magst du vielleicht noch kurz grob sagen, worum es da gehen wird, was alles passieren wird? Also, ja. Also, der wir läuten ein das Jahr des Feierns 20 Jahre Indianer-Wigwam. In 2013 ist es ja soweit, dass der Indianer-Wigwam 20 Jahre besteht. Und diese Feierlichkeiten beginnen wir eben am Freitag, den 21. Dezember, diesem magischen Tag, an dem wir hier die Welt verändern. Ganz einfach mal so. Wir machen das einfach so aus dem Wigwam heraus. Und wir werden gemeinsam Heiltrommeln und ja, ein, zwei andere schöne Rituale, die ich einfach jetzt noch nicht verraten möchte, wo wir auch noch so ein bisschen am Finden sind, Leonardo und ich. Und es wird natürlich auch viel, viel musiziert werden. Also der Milton möchte wirklich gerne kommen. Mit seiner Harfe. Mit seiner Harfe. Und wir wollen auch schauen, wir haben noch mehrere liebe Freunde, die ganz wunderbare Musiker sind. Also es so ein Miteinander auch. Es wird ein Miteinander sein, ein rituell, spirituell feiern und Freude haben.
Das wird der Freitagabend sein, genau. Und am Samstag wird dann der Jeet einen Blick werfen in unsere Schöpferkraft, gemeinsam mit uns und für uns. Und wird diese für uns benennen. Und mit dieser Schöpferkraft gehen wir dann... Erfahren lassen auch. Ah ja, genau, erfahren lassen. Gehen wir dann am Abend in die Schwitzhütte. Dazwischen wird es noch, werden wir sie vielleicht tanzen? Werden sie, wir das sie war eben mein erfahren. Impuls noch, genau, ja. Genau, dieses Erfahren der Schöpferkraft werden wir die körperliche Erfahrung dazu machen im Tanz, in der Bewegung. Und dann gehen wir gemeinsam in die Schwitzhütte, um diese Kraft für die neue Zeit zu verankern und wirklich das, was es jetzt nicht mehr braucht, hinter uns zu lassen, in Dankbarkeit abzugeben. Das wird das Thema der Schwitzhütte sein. Und dann werden wir auch noch einen schönen Sonntag gestalten. Gemeinsam. Das werden wir dann sehen, genau. Das ist ein noch ganz offener Sonntag. Und die es besteht auch die Möglichkeit, wer weiter wegkommt, einfach sehr günstig auch zu übernachten. Ja. Ja. Genau. Also einfach melden. Genau. Ja. Programm wird noch bekannt gegeben, genaueres. Ja, Am Rumbasteln. Richtig, am schön. Flyer kreieren. Vielleicht klappt es ja bei dem einen oder anderen. Ja, genau. Wäre schön. Ja, weil man es ja doch schon so sehr nah ist, also so empfinde ich das, man ist sich schon so nah und dann ist es manchmal nochmal schön, nochmal ein Schritt, wenn man sich dann einfach wirklich von Angesicht zu Angesicht ist, nochmal wow. Ja, ja, richtig. Genau, und da freuen wir uns. Wer sich da angesprochen fühlt, freuen wir uns. Ah, oh, okay. Zieht es besonders schön. Ja. Also, das ist das Krafttier für die kommende Woche. Das für diese Woche war ja der Rabe. Der Bär kommt nächste Woche dann. Den heiligen Bär hast du. Schöne Sachen steht hier. Jeet, du hast immer noch nichts gesagt. Möchtest du heute nichts sagen, Jeet? Bist heute so still. Ist aber wirklich seltsam. Seltsam. Ja. Ja. Die wollten eigentlich nicht, ne? Ich werde jetzt auch gehen. Ute wollte euch wenigstens begrüßen. Genau. Ja. Weil morgens auch wieder ein sehr, sehr langer Tag. Und Sabine wollte euch auch nur kurz begrüßen. Sie geht auch gleich. Ich gehe gleich einen Sitz Platz weiter, damit der Jeet hier Platz genau. hat. Und ich wünsche euch noch gemeinsam mit Sabine und Jeet einen ganz, ganz schönen Abend. Ich fahre jetzt nach Hause und gehe ins Bett, damit ich morgen ganz fit und frisch bin für den Tag und für euch dann auch am Abend und am Abend schön lange durchhalten kann und freue mich drauf. Schön. Ciao, schönen tschüss. Abend. Ciao. Tschüss. Schlaf schön. Jo. Danke, danke, danke. Okay. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Chantal. Ciao. Ciao. Chantal dachte, ich habe sie rausgeschmissen. Nee, das ist der Chat ist kurz ausgefallen. Und ich musste die Kamera ein bisschen so sichtbar machen. Tschüss, Ute. Tschüss. Ciao. Und gleich nach Hause fahren, ne? Ja. Bisschen ja. tiefer. Ja, ja. Ja, ich sag's ja. So? Also. Nee, das bei mir auch. In der Regie ist auch kurz der Chat ausgefallen, Chantara. Ach so. Gut. Sabine darf nicht gehen, die beschweren sich. Dario? Nein, nicht gehen. Siehst du? Jeet will uns immer rausschmeißen und wollen gar nicht, dass wir alles gehen. Alles Liebe, Sabine. Alles Liebe, Ute. Ciao. Ja, wieso legst du dich hin?
weil du dich hinlegst, dachte ich, das passt dann besser. Ja. Ja, morgen können wir alle mitsingen. Ab 11 Uhr, wenn alles klappt. LTE-Stick funktioniert. Ich ein Strom bekomme. Von irgendeinem Geschäft werden wir von Elefantenplatz, nee. Vom Rindermarkt. Rindermarkt in München live Soundmob senden mit sehr, sehr interessante, sehr göttliche Sänger. Ja. Aber wenn ihr schon eine Vorahnung haben wollt von das, was morgen gesungen wird, könnt ihr schon was vorsingen. Oh ja. Aber ich glaube, wir warten lieber auf morgen um 11 Uhr. Oh, schade, wir wollten aber so gerne. So gerne wollten wir eine Vorahnung. Jetzt bist schön, mein Kopf ab. Dein Kopf ab. Musst du dich klein machen. Ist nicht so einfach. Ja, das ist ja keine große Kunst für mich. Kann ich ja gut, mich klein machen. Aber in der Kamera siehst du süß aus. Muss ich gucken, ob es auch so ist. Was heißt aber? Du, Frechdachs. Ja, also morgen früh mitsingen, Munich Soundmob, das ist eine Weltorganisation, so wie MedMob, so wie JITMob, jetzt machen wir JITMob. Weltweit wird gesungen, so wie auch die Ina Manuela Kirchberger ihre Sound Klangnetzwerk macht. So langsam erkennt man, wie viel Spaß es macht, wenn wir das gemeinsam machen, weltweit. Ich hoffe, und das Schöne ist, dass sie das wirklich an einem großen, bekannten Platz machen, wo wirklich sehr viel los ist am Wochenende. Heute war schon sehr viel los in der Stadt. Bei euch war ja bestimmt auch wieder traumhaftes Wetter. Und das heißt, es kommen schon viele Singbegeisterte, die schon die tollen Künstler kennen, zusammen. Und das ist dann auch nicht nur immer in diesen geschlossenen Räumen, wo sowieso immer die Menschen, die eh schon offen sind und bereit sind, das kennenlernen und mitmachen, sondern gerade, dass das an öffentlichen Plätzen stattfindet, wo Menschen, die das, wow, die diese Energie dann spüren und fühlen, wow, was geschieht da, was passiert da, da bleibe ich vielleicht mal stehen und vielleicht traue ich mich, den einen oder anderen Ton oder einen Song mal mitzusingen. Und ja, darum geht es einfach, dass sich da was öffnet. Genau, und ihr dürft es live miterleben morgen hier bei GTV. Ist wunderschön. Du bist die größte Sabine. Ja, das gleicht ein bisschen aus, wenn man klein ist. Das macht man gerne. So schön gelb heute, Sabine. Darunter bin ich noch mehr gelb, aber das ist ein bisschen frisch hier. Bin ganz gelb, guck. Ganz ja, in Gelb. Doch legen, Sabine. Ab 11 Uhr, ja. Oder die Kamera höher. Ja, Sabine. Ja, Jeet hat gesagt, sie soll niedrig machen. Jeet, guck mich ja, böse an. Ja, ich wusste nicht, dass du so groß bist. Ja, kannst du mal sehen. Manchmal kann man sich auch täuschen. Also hier in München ist schon eine tolle Energie. Jetzt hast du die Kamera mehr zu dir gemacht. Hab ich gar nicht. Ich habe das gar nicht gedreht. Mensch, Maja. Jetzt hast du zu viel zu mir gemacht. Tiet.
Sollen wir ein Lied mit den Leuten singen? Ist doch schön, wenn Sabine ihre volle Größe sein darf. Welche volle Größe? Wenn. Sollen wir ein Lied mit den Zuschauern singen? Jeet, 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 jeet. Jetzt haut er ab, wenn es um Singen geht, haut er ab. Okay, gucken wir mal. Das geht ja morgen um Mantrin. Viel kann ich nicht so, die kann ich dann immer mitsingen, aber eins fällt mir jetzt ein. Mal gucken. Aber nur, wenn ihr mitsingt, nicht alleine. Wir hören, ob ihr mitsingt. Ich höre das wohl. Om Bhubhuvasvaham Tat Savituvareniam. Oh, das klingt irgendwie komisch. Bin nicht richtig eingestimmt. Das macht gar nichts. Muss mich noch mal konzentrieren. Om Bhubhuvasvaham Tat Savituvareniam. Bhagodi. Nee, das geht gar nicht heute. Das stimmt gar nicht. Das macht nichts. Dann machen wir was anderes. Alles nochmal von vorne, Schnitt, Schnitt und rückspulen. Jetzt auf den Knopf drücken und zurückspulen. So, jetzt nochmal von vorne. Wow, GTV. Wow, GTV. Cheat, cheat, cheat und der Cheat und die Sabine und ihr. Und die Shantara und der Dario und der Indukam, alle sind da, juhu, bei Jeet, Jeet TV, juhu, Jeet TV, Jeet TV. Und das klingt auch ganz lustig und das darf auch so sein, Jeet, 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 Jeet TV. Ist Spaß, ist Freude, ist sein. Du, du, du. Cheat. Cheat TV. Psch, psch. Cheat TV. Okay. Ja, immer wenn ich dann, wenn man es besonders gut machen will. Okay, das war ja nur eine kleine Einstimmung. Wenn ich alleine für mich so mit dem Mann drin, dann geht es. Aber jetzt ging das nicht. Ja, spannend. Das macht halt nur in der Gemeinschaft richtig Spaß. Alleine ist doof. Jo. Die singen aber gerade mit. Die sind mitsingen. Echt? Die singen jetzt alle falsch aus Solidarität mit dir. Das ist schön. Ja, ich höre es. Die singen alle ein bisschen falsch. Dann kannst du auch mit falsch singen. Jeet, 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 jeet. Komm ein bisschen rüber. Jeet, jeet, jeet. Sei doch nicht so schüchtern. Jeet, jeet, jeet. Weißt du, mich ganz verlegen. Mensch, was denken die Leute, was wir hier machen? Das ist das Spannende. Jetzt beobachten, jetzt mal beobachten, was jeder jetzt denkt. Sich das bewusst machen. Was denkt jeder gerade jetzt? Und wirklich ganz ehrlich sein. Ihr müsst es auch nicht mitteilen. Sollen die wirklich ehrlich sein? Ja, ich darf ganz ehrlich sein. Echt? Mhm. Was denkt jeder Einzelne jetzt? Und was hat das mit euch zu tun?
So, Schatz. Jetzt machen wir ernste Sendung, ja? Jetzt geht er, jetzt lässt er mich einfach stehen und liegen. Schatzi, komm, zu meine grüne Seite. Ich bin extra so. Neben dir still sitzt, oder wie? Ich bin extra so weit gefahren, ganz früh aufgestanden, damit ich mit dir sein kann. Und jetzt gehst du immer weg. Komm zu mir, komm. Hier, komm. Mein linker Platz ist leer. So, ich bin schon still, ja. So. Also wenn man einer ärgern kann, dann fallen lauter Sachen, ne? Da bin ich ohnmächtig. Ja, was denkt ihr denn? Mal gucken. Wow, GTV, gut. Also wir haben heute auch wieder ein tolles Interview gemacht mit Don Hanson. Hanson from Texas. Und habe ich einen kleinen Ausschnitt hochgeladen. Und bald werden wir ein volles Interview mit Sabine sehen. Was hast du gemacht, Sabine? Was habt ihr gemacht? Was heißt wir? Was habt ihr? Was meinst du mit ihr? Dario, Chantara. Ach so. Erdogan. Und die alle anderen. Steffi und alle, die da sind oder die nicht da sind. Miki, oder? Lese ich richtig? Ich glaube. Warte, ich gehe mal gucken. Bleib du nein, mal. Nein. Okay. Hallöchen alle. Ich denke, dass ich gleich an mein Feuer gehen werde. Singen das einer und ich denke, ihr seid so schön und so angenehm, eure Stimme zu hören. Oh, schön. Chantara war viel draußen und hat die Wärme aufgesogen. Ja, diese fast 23 Grad hier in München. Ne? Ja. Schön, Dario kommt ja bald wieder. Schön. Ich möchte auch von meinen Erfahrungen, schön, freue ich mich, meine Erfahrungen noch kurz erzählen. Am Mittwoch habe ich Emotionstanz angeboten und es war so spannend. Also ich habe jeden, was jeder für eine Emotion gerade, wo er gerade stand und mitgebracht hat. Und es war alles dabei. Es war Angst, es war Wut, Trotz, Traurigkeit, Verzweiflung. Alles brachten die Leute mit. Und dann habe ich einfach gefühlt, was in dem Moment dran ist und habe einfach die Musik auch vorbereitet gehabt so ein bisschen. Und ihr glaubt gar nicht, wie gut das tut, mal so richtig in einen Wuttanz zu gehen mit so richtiger, heftiger Musik, wo es so richtig, wo man nicht auskommt, wo man so richtig in die Energie reinkommt, wie viel Kraft, was man spürt, wie viel Kraft da freigesetzt wird, wie gut das tut. Es geht nicht um einfach nur abzureagieren. Also ich empfehle das euch wirklich. Auch wenn ihr in dem Moment keine Wut spürt, ab und zu wirklich mal in dieser Energie von Wut, die in jedem von uns irgendwie bewusst oder unbewusst auch noch gespeichert ist, auch mal reinzugehen und es auszutanzen. Wow, das ist so göttlich, das macht so einfach toll. Und ich habe die Leute so lange, auch wenn sie schon nicht mehr konnten, und noch ein Lied und noch ein Lied und noch. Und dann ist es gekippt, dann sind sie von Wut in die Trotz, weil sie nicht mehr in die Wut tanzen wollten. Aber ich habe sie so geschockt. Und dann sind wir auch richtig in diese Trotzenergie. Und das so richtig mal erleben zu dürfen und zu tanzen zu dürfen, das war toll. Woher kennst du die Trotzenergie? Habe ich so von den anderen gefühlt. Und dann habe ich so nachgemacht.
So. Und es ist so schön, weil man sich da gegenseitig unterstützt und es ist ganz leicht in so einem Feld, dass man da reinkommt. Also wirklich das immer wieder mal damit zu spielen, mit diesen Energien, dass man selber Chef von diesen Emotionen wird und nicht die Emotionen einen so übermannen. Und dann waren wir so ausgepowert und dann ging das ganz leicht, ist es gekippt in diese Traurigkeit, weil man so ausgepowert war und dann war einfach stille, ganz sanfte Musik und es durften so viel Tränen fließen und auch das ist göttlich, wenn Tränen fließen und man sich denen hingibt, dass man das nicht als Schwäche sieht und das geschehen lässt. Und da darf so viel Heilung geschehen. Und danach wird man so weich, so butterweich, so sanft, so zart mit sich. Und man spürt, dass einfach Verhärtungen wegfallen, Verkrustungen wegfallen. Und es ist einfach eine ganz neue Weichheit und Sanftheit da, vor allen Dingen zu sich selbst, darum geht's. Und es ist einfach wunderschön. Ja. Vielleicht können wir das hier und da auch mit in den Sendungen mal einbauen. Mhm, total gerne. Ich habe eine Zeit lang, wenn der Wunsch da war, auch die Emotionen getanzt, die da waren, oder wenn jemand den Wunsch für sich hatte. Und es ist einfach göttlich, das fühlen und spüren zu dürfen. Ja. Schatzi, was ist gerade da bei dir? Ich habe so gemacht, ein bisschen. Ich habe solche Impulse gehabt in der Hand. Die ist ja lustig, sieht lustig aus. Sieht aus, wie als wenn du eine Handpuppe in der Hand hättest. Und so, wie wenn ich jemand nachmachen würde. Ja, sieht aus wie Kermit der Frosch. Sieht lustig aus. Schön ja. aus. Ja. Sabine ist echt unschuldig. Normalerweise hätte ich eins auf die Birne bekommen. Nein, gar nicht. Möchtest du auch mal was sagen, Jeet? Ja, ich schaffe es zu atmen und dann hast du schon wieder angefangen. Ja, das ist halt, wenn so viel gestaut ist, wenn ich muss dich immer so lange viel zuhören. Und dann kommt es dann einfach manchmal hoch. Oh, ich darf was sagen, weil jetzt fällt mir nichts ein. Das ist aber schade. Wollt ihr was sagen? Ihr dürft auch mal was sagen. Ja, eben diese, wenn wir kein Thema haben oder keine Serie machen, nicht wundern, wir sind einfach da und grüßen und ihr grüßt. Man kann Frage stellen, wo ist das, wo finde ich das Video oder wann ist die Sendung oder kann ich auch was machen oder Jeet sieht toll aus, Shantara, ach mal vorhin mit angefangen über Shantara zu lästern, ne, aber dann habe ich aufgehört. Naja. Wo bist du gerade, Schatzi? Ob ich lesen kann. Lesensarbeit muss ich mal. Ich hatte eigentlich alles ein bisschen näher gemacht, aber dann. Ihr Schweigen ist auch schön. Ah, Dario hat das Gedicht über sich schon über YouTube hochgeladen. Über? Hochgeladen. Welches Gedicht? Was ja das letzte Mal, weil sein Stream zu langsam ist, nicht gemacht hat.
Wie gezeichnet ihr dann nochmal in München auf? Ja, wir haben vieles aufgezeichnet. Nur es muss einfach, ich brauche einen großen, starken Computer. Mit dem i7 Laptop ist nicht einfach, geht ein Video zu bearbeiten eine ganze Nacht, also dann warte ich, bis ich zu Hause bin. Wir haben 8, 9, 10, also werden wir 8, 9, 10 Produktionen machen. Und dann werden wir nochmal zu ihm fahren, vielleicht, was war Silvester oder sowas, und vielleicht zusammen verbringen. Und dann werden wir die erste DVD machen, wo er einfach schweigend ist. Er wird das Thema sein und wird es jetzt dann Energieübertragungen geben, wo er nur mit seinen Augen kommuniziert. Dann spart man sich die Übersetzung. Denn sein Wesen ist ja göttlich und er kann alles, ja, das wirklich, das kommt wirklich rüber. Mickey. Dario, um kleine Shantara verwöhnen. Ah, die Shantara ist klein, wusste ich nicht. Ja, bitte geht mal raus damit, war ja gerade nicht reingekommen. Also lästern und so, ne? Erdogan, dein Gedicht ist sehr schön, habe es gestern auf YouTube gesehen. Ich muss einen neuen PC für Jitter finden. Dank Erdogan habe ich deinen Kommentar schon gesehen. Miki, ich habe mir die Medien auch heute nochmal angesehen. Es ist wirklich sehr stark. Energetisch sehr stark. Meinst du die von Damien? Ja, eben. Und heute haben wir schon nochmal auch einen Texaner in einem wunderbaren Praxis mitten in München. Unglaublich schön. Boah, Kunst pur. Auch aufgezeichnet. Ju, Sabine, bist du schweigsam? Ah ja, über Shantara lästern. Also, Dario. Dario sagt, die kleine Shantara verwöhnen. Begleite dich. Brauche ich nicht. Bist du jetzt neidisch, dass ich spreche? Nö. Mach mal Konkurrenz hier oder was? Ich wollte. Na, ich will Opera das nicht. Du hast mich unterbrochen. Das machst du nachher. Bitte schön. Oder du übernimmst wieder. Shantara will, dass man über sie lästert. Na, dann mach mal. Du nicht? Nö. Du willst mich verhindern oder darf ich? Du darfst. Ja, und warum hast du mich verhindert? Ich wollte dich nicht verhindern. Das ist eine gute Strategie. Ja, diese Machtspiele, Mann und Frau, die sind echt wow. Was machst du mit dem Hammer? Ich spreche. Ja, ey, das ist mein Name. Shantara, Hilfe. Jo, Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall zu sich ziehen. Ich gebe auf. Shantara, mach mal ein anderes Mal. Sabine übernimmt immer wieder. Die ist sowas von gewalttätig. In ihrer sanften Art. Mach gar nichts. Übernimmt alles. Du weißt, dass man immer von sich selber spricht. Und Argumente hat sie, wow. Als du angeblich gelästert hast, erzähl doch mal, Jit, über Shantara. Sabine, pst, massier, streichen. Ich meint, David. Naja, der Hammer hast du schon gezückt, Jit. Ja, aber Sabine hat es mir weggenommen.
Und zwar richtig, richtig mit Kraft. Ne? Also ich sag's euch, mit Zartheit wird man, obwohl wenn ich jetzt wieder anfange, dann unterbricht mich Sabine wieder. Okay, du kannst leiten. Ich bewundere dich. Ja? Ich bin ganz still. Bist du toll. So, jetzt sagt Sabine gerade nichts, dann komme ich ja dazu. Kann ich den Hammer wieder haben? Echt? Ist das eine neue Strategie oder hast du klein beigegeben? Weder noch. Um was? Dazwischen? Ganz. Ganz was? Dich ganz genießen. Mich genießen? Mhm. Echt? Schön. Aber fühlst du nicht, wie wenn du verloren hättest oder so? Nein. Sicher. Und du kannst jederzeit wieder loslegen, ne? Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt wieder loslege, dann wirst du mich dann unterbrechen. Wenn du so in deinem Programm hast, wird es wohl geschehen. Diese Antworten, ne? Ja, Shantara, ist dein Freund auch da? Könnten wir deinen Freund zu Wort kommen lassen? Oder von... Steffi oder Manu oder wer da ist? Was meint ihr? Jit liest immer falsch vor. Ich bin Ausländer. Jit, hast du eine Profilneurose? Ich glaube, dein erster Halbwirbel ist blockiert, du armer Jit. Halswirbel heißt es bestimmt. Ich weiß. So. Jetzt spielt sie die Gute. Und was machen wir jetzt, Shantara? Kannst du mich einrenken aus der Ferne? Du bist so still geworden. Dann bekomme ich Angst. So, kannst du mein Herz Halbwirbel einrenken? Ja, Shantara, mach es aus der Ferne. Mach du doch weiter und ich kann lesen. Dann musst du nicht alles gleichzeitig machen. Nee, wir haben hier kein Telefon, wir sind ja in München, ne? Oder ich habe jetzt kein Telefon mit Lautsprecher. Ja, wie war es heute? Was? Der Tag. Schön. Ganz schön. Ganz, ganz schön. Habe ich eine Profilneurose? Was heißt das? Neurose, mich zu profilieren. Angst habe, dass man mir was wegnimmt. Es ist. Und das zeigt sich am Halswirbel. Wer schreibt es? Shantara. Shantara hat eine, wie heißt das? Anamneseneurose. Sie hat mich anamnemisiert. Also ich kriege Angst jetzt, Sabine, weil du so still bist. Stimmt was nicht? Bei mir stimmt.
Jo, dann gibt's noch was? Also ein kurzer Schnitt für die, die das noch nicht gesehen haben, was wir heute aufgenommen haben, das kann ich zeigen. Ne? Das wird hinterher gleich in die Schleife laufen, sobald ich das wieder anmache. Für alle, die morgen auch noch dabei sein möchten oder können, hier in München oder nicht zu weit weg sind, könnt ihr gerne dazukommen zu unserer Einweihungsfeier hier von München TV. Echt mit schönen Menschen und Künstlern und so einem Miteinander. Ganz gerne. Ab 19 Uhr hier im Wigwam. So, wir sind 5 Stunden gefahren, ihr könnt auch 7 Stunden fahren. Mhm. Auto, jetzt fahren. Oder organisiert bei euch was in eurer Stadt und wir kommen. Dass einfach ein paar Menschen zusammenkommen, die den Mut haben, sich zu zeigen, ihre Weisheit vor der Kamera zu sagen, dass wir die interviewen und abends dann zusammen in einem gemeinsamen Miteinander, also wie so eine Art Podium, einem neueren Art von Podium, und wo es nicht darum geht, dass jetzt irgendwo welche oben auf der Bühne sitzen, sondern einfach so, ja, alle einbezogen werden, so ein Miteinander, alle, die möchten. Und ja, und dann mit Künstlern und so. Es ist wirklich ein Fest, eine Feier. Möglichkeiten haben wir und wir sind zu jeder Schandpart bereit. Okay. Und kommen. Termin festmachen, und wenn der Termin schon steht, dann ist alles. Das habe ich von Diet gelernt. Termin und danach richtet sich, also sobald der feststeht und man sagt wirklich von innen ja, dann geht es tschuk, tschuk, und es fängt schon an, das Ganze. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend, Chantara, und Jit, ich würde dich lieben gerne mal in den Arm nehmen. Mhm. Ja, Dankeschön. Und dann ist meine Neurose weg. Jo, dann morgen früh, wer kann und Lust hat, 11 Uhr, wenn es klappt, alles. Sonst ab 15 Uhr. Und hier ist alles schon vorbereitet. Hast du auch eine Rose für mich? Hm? Eine Rose. Mhm. Du bist eine Rose. So. Sieht so frisch aus. Ich nicht, aber du schon. So. Wow. So. So. Nicht knackig, so frisch. Jo, Dankeschön fürs Mitsein. Und eben freue mich auf die nächste Serie. Jetzt ist einfach immer viel los in der Stadt. Man kommt kaum zum Duschen oder was machen. Viel im Auto. Heute habe ich auch ein Bild gemalt. Und eben, Dario, ich kann das jetzt hier, auf diesem Laptop ist dieses Audio, alles, was du hörst, das wollte ich noch überprüfen, weil es stimmt nicht ganz, ne, oder hört sich nicht so gut an. Und das heißt, am besten ist es einfach, das hochzuladen in Livestream, so mache ich das, und dann das zu zeigen. Gestern habe ich das ein bisschen gemacht und dann konnte ich war das die Qualität doch nicht so gut, das Audio. Und dann kann ich den Computer nicht mehr machen, weil sobald ich etwas bewege, dann sieht man, was ich mache auf dem Bildschirm. Okay. Noch ein Tänzchen zum Schluss mit euch zusammen? Im Kreis, ja? Ja. Im Kreis. Ja. Aber nur, wenn ihr mitmacht.
Ja. Nur zusammen? Ja. Ja oder ja? Ja? Ja. So rum, ja? Da ist Platz, ja? Ja. Heute ohne Musik, weil ich nicht weiß. Wir sind die Musik, ja? Ja, das ist einfach das, was im Moment, wie ihr euch fühlt, das, was da ist. Und lasst euch von eurem Körper führen. Alle zusammen im Kreis, ich spüre euch.
So, jetzt dürft ihr euer inneres Kind ins Bett bringen. Und euch selber auch, wenn ihr schon möchtet. Und Dankeschön. Dankeschön. War schön mit euch. Dankeschön. Bis morgen. Süße Träume. Ciao, ciao.